Guten Morgen. Ausbau Nummer 3 ist das jetzt, glaube ich, mittlerweile Teil 5 der Playlist, seit ich den Wunsch formuliert habe, im Auto zu leben, beziehungsweise erstmal das auszuprobieren, Großteil des Lebens im Auto zu verbringen. Und ja, heute ist das Armaturenbrett dran. Es war schon immer ein Wunsch von mir, so einen Teppich zu haben in meinem Fond, auf meinem Armaturenbrett. Und ja, welcher Teppich, da hatte ich noch gar nicht so klar das formuliert. Er sollte flauschig sein und er sollte halt nicht zu hoch sein. Und letztlich habe ich mich dann für diesen hier entschieden. Das ist halt einfach so ein grüner Teppich. Ja, ich habe einfach angefangen, wie so ein Friseur loszulegen. Weil ich mitbekommen habe, ein großes Teil schneiden und auflegen, das wird so nichts durch die ganzen Dellen und Wendungen. Das ist, ja, es soll auch wieder abgehen, falls ich das Auto wieder verkaufen möchte. Und es soll auch abgehen, ohne das Stellen da bleiben. Das heißt, es muss reparierbar sein. Nun ja, bin dann bei Klebeband gelandet. Und bei doppelseitigem Klebeband. Und ich habe mir leider von dem Baumarktmännchen gesagt, also das teuerste und trotzdem flachste, was kein Band ist, das nennt man, ich weiß gar nicht, wie das nennt. Das ist so mit Schaumstoff, Montierband oder sowas, also ohne Schaumstoff. Und das ist Beste von Tesa extra stark. So, jetzt war ich im Baumarkt und habe für die Hälfte des Preises von Nopi das Ding gesehen. Und der Baumarktmann hat mir gesagt: Pass auf, das ist genauso gut, ist nur die Marke. Ja, nachdem ich über die Hälfte gemacht habe und sich einige Sachen wieder ablösen, was mich ziemlich ankotzt, ja, nehme ich. Also, da habe ich das genommen und dann nehme ich jetzt das und ja, merke schon nach der Hälfte des Tages, das geht besser. Das heißt, meine Empfehlung: dieses, ich habe das im Internet bestellt, ich verlinke euch das unten. Und ja, ich zeige euch erstmal, wie das bis jetzt aussieht. Ja, so sieht das jetzt derzeit aus. Ja, ihr seht selber, ich habe viele kleine Stücken genommen, weil das sieht dann eher so urig aus, wie so, ja, wie so ein. Wie man auch draußen in der Natur findet, halt immer so Hügel und nicht alles so glatt und gut gemacht. Und lässt sich auch anders für mich sowieso nicht verarbeiten, weil das ist hier relativ dickes Material, sehr, sehr preiswert. Der Meter, glaube ich, ein Meter kostet, glaube ich, 3 €. Und ja, ich habe mir hier 2 Quadratmeter geholt, das reicht vollkommen aus. Und ja, ihr seht selber, sehr, sehr urig und es ist wie so eine Wiesenhöhle, wo dann irgendwie ein Dachs drin schläft oder so. Und ja, einige, wie gesagt, sind hier ein bisschen locker. Das ist dann halt von dem falschen Klebeband. Tue ich im Laufe der Zeit, ich habe das Tesa immer hier, tue ich wieder hochheben, reinmachen, zack, bis alles mit diesem Tesa extra stark gemacht ist. Und ja, das ist dann der aktuelle Stand. Und ja, gibt eigentlich nicht mehr groß viel zu sagen. Wie gesagt, achte drauf auf ein gutes Klebeband und ich schneide die Stücke mittlerweile, das ist vielleicht noch ganz erwähnenswert, also ich habe die am Anfang einfach so mit einer Schere dann geschnitten. Jetzt lege ich die auf, schneide mit dem Cuttermesser so, dass ich nicht hier reinschneide, sondern dass ich die untere Schicht von diesem Kunstrasen, ist das glaube ich, anritze, hebt das dann hoch und schneide das dann von unten. Also nochmal, zum Beispiel, ich habe das hier angelegt und dann von oben hier rein bis ungefähr in die Hälfte von hier unten, also das Gefühlssache, habe ich vorher eine Zeit lang probiert, hier geritzt, dann habe ich das hochgeklappt und habe das dann von unten angenommen und geschnitten. So ritze ich hier nicht rein und kann relativ genau arbeiten. Habe ich dann ungefähr ab hier erst gemacht. Vorher hatte ich das alles noch mit der Schere abgenommen, Schere wieder draufgelegt und ja. Macht auf jeden Fall total viel Spaß und naja, ich persönlich war schon immer mein Traum und ich weiß, Geschmackssache. Ich zeige euch noch, wenn es dann zu Ende und wenn es fertig ist. So, es ist vollbracht. Ich habe ja gut und gerne, kann man sagen, insgesamt 10 Stunden jetzt aufgebracht dafür und ja, ich zeige euch mal das Ergebnis. Den Airbag, den habe ich ja doch zugemacht, aber halt so aufgelassen, dass die Klappe dann eben aufgehen kann. Und ja, hier hatte ich überlegt, eventuell nochmal nachzuarbeiten, weil ich habe jetzt ein gutes Gefühl, wie man das dann halt eben macht. Aber ja, hier hatte ich halt noch kein gutes Gefühl, aber ich lasse das einfach so. Und ich habe ja noch genug Rolle da und dann kann ich dann, wenn ich möchte, nacharbeiten. Ich gehe sowieso davon aus, dass an der einen oder anderen Stelle
dass an der einen oder anderen Stelle das schlechtere Klebeband nochmal abgeht und dann kann ich nochmal nacharbeiten. Ja, ich bin zufrieden und ja, hinterlasst mir mal einen Kommentar, ja, ob das für euch zu krass ist oder ob das einfach nur liederlich aussieht oder ja, ob euch das vielleicht gefällt. Könnt ihr mal sagen, was ihr denkt, wenn ihr das Video gesehen habt und das Ergebnis hier seht.